Ulrich Zieger, vorgeschlagen von Iris Radisch, liest den Text über den Fortgang des Matriarchats. Über den Fortgang des Matriarchats. Noch einmal hatte Echo bis 4 Uhr morgens auf der Terrasse gesessen. Waren anfänglich verschiedene der übrigen Bewohner des Hauses in der ebenerdig gelegenen Küche geblieben, wo ein weiteres Mal Kaffee serviert wurde, so hatte er die vergangene Stunde allein dort verbracht. Irgendwann waren die letzten Lichter in seinem Rücken gelöscht worden. Er hatte es am Verschwinden des hellen Rechtecks bemerkt, das bis dahin eine Partie des Rasens aus der Nacht gehoben hatte. Seitdem blickte Echo in die Dunkelheit des Gartens. Von der Straße her blieb der Garten auch tagsüber unsichtbar. Seine Bäume überragten die aus Feldstein gemauerten Wände nicht. Der Ortsfremde musste bei seiner ersten Erkundung des Dorfes das Vorhandensein eines Gartens ebenso wie das einer Terrasse ausschließen. Erst nach Eintritt in eines der Häuser konnten beide Anlagen damit beginnen, sein Bild zu verwischen. Echo hatte die Fremde vor Tagen verlassen. Er wurde seither nicht mehr müde. Die Vorstellung, sich in eines der Betten des Hauses zu legen und sicher bis gegen Mittag des nächsten oder übernächsten Tages zu schlafen, gewann im Kreisen seiner Gedanken kaum mehr als den Rang einer irgendwann unaufschiebbar werdenden Pflicht. In etwa einer Stunde würde es hell werden. Dann würde der Hausherr aufstehen, den Garten durchqueren, die quietschende Pforte neben der Toreinfahrt öffnen, sie hinter sich ins Schloss fallen lassen und nach einer Weile mit mehreren Broten unter dem Arm durch den Haupteingang in das Haus zurückkehren. Echo hatte das von seinem Sitzplatz aus wiederholt beobachtet. Er hatte erfahren, dass ein Fahrzeug das Dorf morgens mit Brot, ein anderes es mittags mit Haushaltwaren und Zigaretten belieferte. Der Hausherr selbst verbrachte lediglich seinen Urlaub hier, während er in den übrigen Monaten des Jahres in der Stadt arbeitete und nur an den Wochenenden herauskam. Echo war aufgefallen, dass er an den Geschehnissen im Haus kaum Anteil nahm. Es schien seiner Frau zu gehören, die in ihm ein gastfreundliches Regime unterhielt, wodurch es ihr scheinbar mühelos gelang, während jeder Begegnung mit Hausbewohnern und Gästen das führende Wort zu behalten. Im Verlauf der Abendgesellschaften, an denen Echo bisher teilgenommen hatte, war es so gewesen, aber auch bei der Verrichtung anfallender Arbeiten im und am Haus, Arbeiten, zu denen seine ständigen Bewohner streng herangezogen wurden, richtete sich alles nach ihrem Plan und unterlag, oftmals begleitet von heftigen Auseinandersetzungen, besonders mit derjenigen Tochter, von deren Notlage Echo sich seit seiner Ankunft fortschreitend alarmiert sah, ihrem abschließenden Kommentar. Die Frau sprach dabei mit großer Selbstverständlichkeit den Dialekt der Region, wogegen ihr Mann, der aus dem Norden des Landes stammte, entweder nur selten oder in unablässiger Folge, dann aber lediglich noch in Andeutungen sprach. Dreimal, als es zu einem solchen Sprachanfall seitens des Hausherrn gekommen war, hatte Echo sich hilfesuchend an die um den Abendbrottisch versammelte Runde gewandt, da er beim besten Willen kein Wort von dem verstehen konnte, was der Hausherr auszudrücken beabsichtigte. Es war ihm jedoch nicht gelungen, einen der Bewohner von seinem Verdacht zu unterrichten, demnach keiner von ihnen das Interesse aufbrachte, den Sinn jener Verknüpfungen unvollendeter Aussagen zu verfolgen. Tatsächlich hatten außer Echo alle am Tisch vorgegeben, in tiefe Träume zu sinken, sobald der Hausherr zu reden begann. Sie blieben reglos, bis er verstummte und seine Frau das Schweigen unter Bezugnahme auf ein ihrer Auffassung nach in Vergessenheit geratenes Sprichwort mit einem nur Hausbewohnern verständlichen Scherz oder einer die Konversation bis nach Mitternacht verlängernden Frage beendete. Eine Konversation, an welcher der Hausherr innerlich nicht mehr teilzunehmen schien. Das genauer einzuschätzen, war Echo noch nicht lange genug Gast des Hauses. Als er an die träumenden Gesichter der übrigen Hausbewohner dachte, die auch jetzt in ihren Betten träumende Gesichter haben würden, war ihm sein einsamer Verbleib auf der Terrasse plötzlich wie eine unverzeihliche Anmaßung vorgekommen. Der Garten würde nicht derselbe sein, wenn jemand, vom Standpunkt des Hausbewohners aus gesehen ein Fremder, ihn erst mehrere Nächte über mit gierigen Augen betrachtet hätte.
Einem der jungen Mädchen, von dem sich die Mühen der Hausarbeit dadurch vervielfachen würden, müsste die gewaltsame Veränderung zuerst auffallen. Möglich blieb, dass es sich bei ihr um diejenige handelte, die Echo nicht zur Ruhe kommen ließ, zumal seit ihm bekannt war, dass sie das Bett mit ihrer jüngsten Schwester teilte und man es weiterhin vorzog, sie ihm gegenüber für minderjährig auszugeben, ein Umstand, der nicht einen Augenblick lang glaubhaft geworden war. Die Sitten des Landes waren Echo unbekannt, er beherrschte lediglich einen Konversationsstandard. Da ihn auf der Terrasse überdies fror, stand Echo aus dem Korbsessel auf und tastete sich zum Tisch hinüber, auf dem noch der Stapel mit der in der Abenddämmerung abgenommenen Wäsche lag. Er suchte nach einem Pullover, fand aber nur ein Schweißhemd. Da es ungefähr seine Größe hatte, streifte er das Jackett ab, zog Schweißhemd und Jackett wieder an und verließ das Haus durch den der Straße zugelegenen Haupteingang. Im Lichtkegel der ersten Laterne, keine 3 Meter von der Tür entfernt, die er bei seinem Austritt gerade einen Spalt weit geöffnet hatte, bemerkte Echo, dass der Hund des Hauses ihm gefolgt war. Er musste ihm lautlos zwischen den Füßen hindurchgeschlüpft sein. Echo hatte den Hund bisher nur selten gesehen, einen sehr kleinen Hund mit weißlichem Fell, der auf den Namen Abelhard folgte. An der orientierungslos taumelnden Weise, auf die sich das Tier in der Lichtform bewegte, aus der ein Stück während vieler heißer Sommer aufgeworfenen Asphalts hervorstach, erriet Echo, dass man es nicht oft weite Strecken unbeaufsichtigt laufen ließ. Abelhard gehörte der jüngsten Tochter des Hauses, einem ungezogenen Kind mit mehreren Zöpfen über jedem Ohr, welches ihn von der Mutter geduldet zu einem Schoßtier abrichtete. Wie Echo bemerkt hatte, war das Kind für die Kritik des Hausherrn, der es für eine Schande hielt, einem derart kleinen Hund einen solchen Namen zu geben und ihn überdies seiner Natur zu entfremden, gänzlich unempfindlich geblieben. Tagsüber band es ihm eine Schleife um den Mund und trug ihn spazieren, wie andere Mädchen ihres Alters eine Schlenkerpuppe oder ein Buch. Echo sah den Ausbruch des Hundes für gerechtfertigt an und ließ ihn neben sich herspringen, während er dem Hauptplatz des Dorfes zustrebte. Von dort aus ging er die Straße hinunter, an der die alte Weinkälterei lag. Im Dorf wurde seit Jahren kein Wein mehr produziert. Auch gab es kein Café, keinen Festsaal, kein Lebensmittelgeschäft. Ihm war es bei seiner Ankunft so vorgekommen, als sei in dem Dorf ein Modell für das räumliche Ende der Welt zu erblicken. Tatsächlich fand man nicht leicht her. Wer es nicht bereits aus anderen Zusammenhängen kannte, würde das Dorf immer verfehlen. Zwar wies ein schmales Schild, das aus einem früheren Jahrzehnt stammte und bei der Erneuerung der Hauptstraße als einziges nicht ausgetauscht worden war, an einer unauffälligen Abzweigung auf die Existenz des Dorfes hin, doch waren in der Zeit vor dem Austausch die Fahrzeuge langsamer gewesen. Man hatte Zeit gehabt, die Aufschriften der Hinweisschilder zu entziffern, die gemessen am hier mittlerweile herrschenden Verkehrsaufkommen gar nicht fett genug gezogen waren. Wie Echo selbst ins Dorf gelangt war, wusste er nicht mehr genau. Er war Menschen gefolgt, die Vertrauen in ihm erweckt hatten. Darunter waren sicherlich Bewohner des Hauses gewesen, die sich während eines ihrer seltenen Ausflüge in die Kreisstadt betrunken hatten. So zumindest war es oft gewesen. Echo kannte auch diesmal nur den Grund für seinen Aufenthalt, nicht den für sein Zustandekommen. Nach Abschluss einer Periode der Irrfahrten wollte er ausruhen, eine Turmuhr schlagen hören, eines Hahnes Gesang, wie die Bewohner des Landes das morgendliche Rufen in den Dörfern nannten. Allerdings war er gleich am Nachmittag seines Erscheinens im Haus durch die Begegnung mit jener Tochter irritiert worden, zu der er seitdem eine Liebesbeziehung unterhielt. Noch war nichts daran spruchreif. Die Kontakte zwischen ihm und dem von seinen Eltern fälschlich für minderjährig ausgegebenen Mädchen beschränkten sich praktisch auf lange Blicke aus großer Distanz und blitzschnell sich senkende Augenlider seitens der jungen Frau sowie unerwartete Stimmausfälle während der Erzählungen hervorragender Begebenheiten aus seinem Leben auf Seiten Echos. Der dafür gleichfalls verantwortlich zu machende Einfluss seiner im Haus als ausstehend geltenden Antwort auf die Frage, wie lange er zu bleiben beabsichtige, ehe Verpflichtungen ihn wieder fortreißen würden, durfte freilich nicht unterschätzt werden. Die zur Minderjährigen gestempelte würde ihre Unversehrtheit keinem Durchreisenden opfern.
auf Monate, gegebenenfalls Jahre hin vorauszuplanen, fiel Echo, der sich in einer Mischung aus Erschöpfung und anhaltender Unternehmungslust momentweise wie ausgelöscht vorkam, noch dermaßen schwer, dass er wiederholt nur mit der matt erhobenen Hand abzuwinken vermocht hatte, wenn das Interesse auf seinen Werdegang gelenkt worden war. Auch die Fassade der Kälterei erhellte eine Laterne. Das Mauerwerk unter den 2x6 Fenstern, deren Reihung von einer Rampe unterbrochen wurde, hatte sich mit den Jahren dunkelrot verfärbt, sodass man annehmen konnte, es sei dort über lange Zeit der Wein aus den Fenstern geflossen. Der Hund lief Echo in die matter werdende Dunkelheit voraus. Die weitere Piste, welche den Dorfausgang mit einem den Sümpfen zugelegenen Gehöft verband und dort abriss, führte an einer Weinleite vorüber und war unbeleuchtet. Dort erst bemerkte Echo das Aufkommen von Frühnebel. Die Schritte versanken ihm in dem Maße unter den Blicken, wie die Gewöhnung an das Dunkel und die Vorankündigung des ansteigenden Morgens ihnen Kontur zu verleihen begannen. Da es auf die Sicherheit seines Gehens keinen Einfluss haben würde, wo genau er sich bei diesen Sichtverhältnissen im Bodenbereich bewegte, schlug Echo die Abkürzung ein, die er auf seinem ersten Spaziergang mit allen Hausbewohnern kennengelernt hatte und die in Form eines ausgetreten, sich schlängelnden Pfades quer durch die Weinleite führte. Der Hund Abelhard bemerkte sein Abweichen von der befestigten Bahn, machte eine Kehrtwendung und sprang ihm aufgeregt vor den Füßen umher. Echo musste innehalten. »Lauf«, sagte er. Ihm fiel auf, dass es sich dabei um das erste Wort handelte, welches er seit seiner Ankunft im Haus an den Hund gerichtet hatte. Das Tier gehorchte. Als es im Nebel verschwunden war und Echo lediglich noch seinen hechelnden Atem hören konnte, überkamen ihn erstmals Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung, den Hund frei neben sich herspringen zu lassen. Da er selbst von Hunden kaum etwas verstand, auch über die Vielfalt ihrer Rassen sowie die Geschichte ihrer Aufzucht ein nur lückenhaftes Wissen besaß, musste ihm das Tier zuerst in seiner rechtlichen Gestalt als fremdes Eigentum bedeutungsvoll erscheinen. Ein jähzorniges Kind hatte den Hund geschenkt bekommen. Es hatte damit das Recht erhalten, ihn nach eigenem Gutdünken abzurichten, an den Namen Abelhard zu gewöhnen, dessen Nennung im Haus stets von einem Kopfschütteln des Hausherrn begleitet wurde und ihn tagsüber wie einen leblosen Gegenstand spazieren zu tragen. In Übereinstimmung mit vielen Menschen hielt Echo Hunde für domestizierte Wölfe. Aber wahrscheinlich war auch diese Annahme unberechtigt. Der Hund war den Menschen aus der Natur zugelaufen. Er hatte sich ihnen zur Zucht angeboten, lange bevor sie damit begannen, Schweine und Schafe einzufangen. Die Rasse, welcher Abelhard angehörte, war zudem in Asien entstanden. Über Asiaten wusste Echo noch weniger als allgemein über Hunde. Er hielt es jedoch für nicht mehr zeitgemäß, das Erscheinen dieser und anderer Arten auf dem europäischen Kontinent ohne Respekt vor der Tatsache, ihm selbst weitenteils unverständlich bleibender Gegebenheiten asiatischen Denkens anzusehen, in dem der Hund vermutlich einen Rang einnehmen würde, von dessen Pracht niemand im Haus eine Ahnung besaß, am allerwenigsten die kindliche Hundebesitzerin, deretwegen seine Geliebte, die noch dazu das Schlafzimmer mit ihr teilen musste, für minderjährig angesehen wurde, ebenso wenig, wie sie Genaueres aus der Geschichte jener Liebe wissen würde, nach einer deren unglücklichen Figuren sie das Tier leichtfertig benannt hatte. Das Kind selbst hörte auf den Namen Silvia. Wenn es von schulischer Überanstrengung während der Woche geschwächt, im Vergleich zu den Wochenenden schon sehr früh zu Bett ging, blieb seiner Schwester nichts übrig, als sich ebenfalls schlafen zu legen. Wie Echo in Erfahrung gebracht hatte, schliefen beide Schwestern auf einem Hoch- bzw. Klappbett, durch dessen Errichtung Platz für die Aufstellung zweier Schreibtische in ihrem Zimmer entstanden war. Allerdings kursierten hierüber unterschiedliche Versionen im Haus. Die Hundebesitzerin, einmal von Echo nach ihrem Schlafplatz befragt, hatte etwas von einem Klappbett gefaselt. Das Elternpaar sprach übereinstimmend von einem Hochbett. Als auf sein Drängen hin die Hausherrin Echo eine Fotografie des Zimmers gezeigt hatte, die augenscheinlich von einem Hochbett aus aufgenommen war, hatte das entsetzliche Mädchen für Unruhe gesorgt, indem es an Echo herangetreten war und ihm mitgeteilt hatte, das Foto sei unecht. Es entspreche nicht dem gegenwärtigen Zustand des Hauses sowie aller darin gelegenen Zimmer, einschließlich der Küche.
Echo hatte in den ratlosen Blicken der Eltern lange nach einem Hinweis auf die Bereitschaft gesucht, das Missverständnis aufzuklären. Doch hatten sie ihm lediglich signalisieren können, dass mit Bezugnahme auf die Küche sowie manche der Zimmer das Kindrecht habe. Triumphierend war das Mädchen daraufhin in seinem Flatterhemd einmal um den Tisch gewandert, hatte seiner Schwester mit spitzem Finger auf die Schulter getippt und sich hängenden Kopfes gefolgt von dieser auf sein Zimmer begeben. Silvia bestand aus, wie man ihm später in der Nacht mitgeteilt hatte, panischer Furcht, im Schlaf aus dem Hochbett zu fallen, darauf nachts angebunden zu werden. Diese Gewohnheit sei es, die ihre Schwester zu zeitgleicher Nachtruhe zwinge. Da es unmöglich war, unter die einmal festgezogenen Gurte zu kriechen, ohne das Kind in seiner Erholung, deren Wirken ihm während der Beschulung im Nachbardorf fehlen würde, zu stören, hätte diese sonst auf der verschnürten Bettdecke schlafen müssen. Die tägliche Zeitspanne vom Abschied der beiden bis zum allgemeinen Aufbruch der Hausbewohner in die Schlafzimmer war unter den Stunden, während derer Echo ihre Gastfreundschaft genoss, diejenige, die er am schwersten ertrug. Wiederholt hatte die bloße Ahnung ihres Heranrückens genügt, einen schlechten Einfluss auf seine Teilnahme an den Abendessen und damit auf deren Gesamtwert auszuüben. Es war Echo seit seiner Ankunft im Haus nicht gelungen, der Teilnahmepflicht an den abendlichen Tischgesellschaften zu entgehen, die von der Hausherrin angeführt wurden und in deren Verlauf sie, Unterschiede im Typus der übrigen Bewohner nicht für wahrnehmend, nacheinander jeden am Tisch bezichtigte, in Fragen des Anzuges oder Kleides falschen, für ihn gar nicht zutreffenden Orientierungen zu folgen. Die Ausnahme hatte bisher Echo gebildet, doch würde diese Höflichkeit dem Fremden gegenüber ihn nicht auf Dauer schützen. Die Hausherrin erwies sich selbst dann als uneingeschränkte Stimmführerin, wenn es einem der Versammelten gelang, einen aktuelleren Gesprächsgegenstand in den Vordergrund zu rücken. Zu seinem Erstaunen ging ihr Wissen darin nie sehr weit. Meist wiederholte sie ein paar lange, kompliziert aufgebaute Sätze, die sie während der Jahre ihrer Anstellung in der kantonalen Verwaltung auswendig gelernt haben musste, ehe der Ruf ihrer eigenen Mutter sie erreicht und gezwungen hatte, sich von nun an mit ganzer Person der Führung des Hauses zuzuwenden. Wahrscheinlich, hatte Echo schon am ersten Abend gedacht, handelte es sich bei ihr um eine mit Intelligenz begabte, durch Sachzwang zum Stillstand verurteilte Frau, der die Entwicklung von Moden und Annahmen über das Leben seit ihrer Entscheidung zur Traditionsrolle nicht mehr einzuleuchten vermochte. Aus diesem Grunde war es ihm wiederholt eine Pflicht gewesen, sie seiner Wertschätzung zu versichern, wenn er auf der Treppe ins obere Stockwerk noch Gelegenheit genommen hatte, mit ihr unter vier Augen zu sprechen, wozu es an fast jedem der vergangenen Abende gekommen war. Während seiner nächtlichen Unterredungen mit ihr hatte Echo wertvolle Informationen über die Hausbewohner sammeln können. Bis auf die Behauptung der Minderjährigkeit der einen sowie den gütigen Charakter der anderen Tochter, der sich seit kurzem in der Zuwendung zu einem Tier manifestiere, schien es sich dabei um Wahrheiten zu handeln. Infolge der Dunkelheit, die auf der Treppe auch tagsüber herrschte, war es Echo durch Stellung von Scheinfragen gelungen, bereits an ihrem Tonfall zu erkennen, wann die Hausherrin log. Das einzige Licht, das zu so später Stunde im Haus noch gebrannt hatte, war das der Glut der Zigarette gewesen, die Echo rauchte, während die Frau ihm aus der Schwärze des Korridors eine geöffnete Blechschachtel als Aschenbecher entgegenhielt. Die Hausherrin hatte die Angewohnheit, während der Auskünfte über die ihr unterstellten Bewohner in ein Flüstern abzurutschen, das die Grenze zwischen äußerem und innerem Sprechen verwischte. Echo hatte ihr Abend für Abend ruhig zugehört, manchmal war er mit dem Ohr ganz dicht an ihren dunklen Mund gerückt. Er hatte sich aber, das war mit der Stellung seiner ersten Scheinfrage deutlich geworden, auf ihr Gewisper nicht eingelassen. Als die Hausherrin auf seinen Starrsinn mit Befremden reagierte, war Echo so weit gegangen, durch rührende Bewegungen mit dem Glutpunkt der Zigarette einen Kreis in die Nacht zwischen ihnen zu zeichnen. Daraufhin war die Frau für Minuten verstummt. Echo war es vorgekommen, als habe der Raum hinter einer der unsichtbaren Türen zu den Schlafzimmern sie aufgesogen. Die Vorahnung einer ihn im Haus schon bald zu Handlungen nötigenden Einsamkeit hatte ihn erstmals erreicht. Ihm war klar geworden, dass sich die herrschende Auffassung über die Minderjährigkeit der Tochter, um deren Bekanntschaft er sich weiterhin bewarb, nicht erst mit seinem Auftauchen hier vor wenigen Tagen begründet haben konnte. Aus dem Schweigen der Hausherrin, welches für Minuten mit dem träumenden Schweigen des Hauses identisch geworden war,
Minuten, in denen Echo die Vorstellung seiner schlaflos unter den Gurten des Klappbetts sich windenden Geliebten nicht abzuschütteln vermochte, hatte er Hinweise darauf empfangen, dass im Haus wahrscheinlich schon seit langem ein schwerer Hang zu Verwechslungen grassierte. So hatte nicht die tatsächlich minderjährige Tochter den gütigen Charakter, sondern ihre volljährige Schwester, die dafür ihrerseits in Kauf nehmen musste, von der eigenen Mutter als Minderjährige angesprochen zu werden. Dem dummen, unberechenbaren Kind hatte man einen Hund geschenkt und ließ es ihm gegenüber frei walten, während zur gleichen Zeit die Erwachsene in allen Dingen der Lebensführung angeleitet wurde, so als sei ihr kein eigener Wille zuzugestehen. Die Position des Hausherrn diesem Fehlverhalten gegenüber hatte sich Echo bislang nicht erschlossen. Wie es aussah, gingen er und die Volljährige einander aus dem Weg. »Ihre Tochter ist erwachsen«, hatte Echo einmal zu ihm gesagt, als die beiden allein miteinander gewesen waren. »Ich weiß«, hatte der Mann ihm geantwortet. Seitdem hatte Echo sich in dieser Angelegenheit nicht mehr an ihn gewandt. Dass es ihm im Morgengrauen auf der Terrasse gelungen wäre, den Hausherrn ein weiteres Mal auf die hier vorliegende Fehleinschätzung des Alters und der Charaktere zweier Personen anzusprechen, blieb zu bezweifeln. An allen Nachmittagen in der Küche, wenn der Hausherr und Echo jeder über eine Tasse Kaffee gebeugt, einander gegenüber gesessen und Echo in Schüben von Entrückung den Kopf auf die Tischplatte hatte sinken lassen, war es zwischen ihnen ebenfalls zu keinem Wort mehr gekommen. Ohnehin war Echo seit seinem Vorstoß den Verdacht einer anwachsenden Distanz zwischen ihm und dem Hausherrn nicht wieder losgeworden. Inmitten der Weinleite erreichte ihn das Licht des Tages, dessen Violett schnell ein Drittel der Wölbung des Himmels einnahm. Der Nebel verdichtete sich und bildete in Bodennähe eine Bank, aus der Echos Kopf knapp hervorragte. Von seiner Stirn perlte Feuchtigkeit ab. Die nahen Sümpfe schienen die letzten Partikel der Nacht auszuatmen. Echo konnte den Hund nicht mehr hören. Er blieb stehen und lauschte. Erst als er seinen Namen 6-mal gerufen hatte, antwortete das Tier mit einem kurzen, weit entfernten Bellen. »Komm her«, rief Echo, doch folgte der Hund seiner Aufforderung diesmal nicht. Echo bedauerte es, keine Leine mitgenommen zu haben. Sollte dem Hund etwas zustoßen, wäre sein Aufenthalt im Haus noch heute Vormittag als beendet anzusehen. Das Ärgerliche daran bliebe, dass es aufgrund eines Konflikts mit der ungeliebten Silvia zu seiner Abreise käme. Er würde das Haus verlassen, ohne Gelegenheit genommen zu haben, ihre Schwester zu ermutigen, sich mit ihm gemeinsam über das Festhalten am Gedanken ihrer Minderjährigkeit hinwegzusetzen, bei dem es sich in Wahrheit um die Bemäntelung der Annahme ihrer Minderwertigkeit handelte. Als er gerade weitergehen wollte, sprang Abelhard ihm über den Weg. Echo bückte sich, fuhr mit der Hand in den Nebel und ergriff den Nacken des Hundes in der Absicht, ihn für seine Säumigkeit zu bestrafen. Da das Tier abwechselnd zu winseln und zu jaulen begann, gab er es jedoch wieder frei. Anstatt erneut vorauszulaufen, warf Abelhard sich auf den Rücken und wälzte sich zwischen Echos Füßen im Schlamm. Die Vertiefungen, die er mit seinem Toben in den Boden wühlte, füllten sich augenblicklich mit Wasser. Auf dem Spaziergang am Nachmittag seiner Ankunft, auf dem Echo Gelegenheit gefunden hatte, mit jedem der Hausbewohner ein kurzes Gespräch zu führen, war wiederholt von der Nähe ausgedehnter Sümpfe die Rede gewesen, denen die Region ihre Weltabgeschiedenheit verdanke. Erreicht hatte man deren Ufer damals aber nicht. Die Einkehr in eine Stube des letzten Gehöfts vor Beginn ihrer Bodenlosigkeit, anlässlich derer zu Hartkäse und Trauben eingeladen worden war, hatte auch ihn den bevorstehenden Fall der Nacht vergessen lassen. Doch bereits auf der Rückfahrt im Minibus des Moorbauern hatte Echo beschlossen, irgendwann bei Tageslicht in diese Landschaft zurückzukehren. Als er sich jetzt wieder aufrichtete, gab der Nebel bereits seine Schultern frei. Vielleicht 50 Meter vor ihm lag das Gehöft. Es schien auf dem milchweißen, dort drüben schon viel flacher kriechenden Dunst zu schweben. Kurz darauf eilte er an den Mauern und Fenstern vorüber. Er fühlte den Ehrgeiz in sich aufkommen, die Sümpfe unbedingt vor dem Verfliegen der letzten Nebel erreicht zu haben. Dass der Hund,
dessen stolpernde Neugier Anlass zu weiterer Besorgnis gab, in das Gehöft einlaufen würde, von woher ihm sicher andere Hunde, deren Kampfeslust er nicht gewachsen wäre, entgegengestürzt kämen, interessierte Echo zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Alle Fenster des Wohngebäudes lagen in frühmorgendlichem Dunkel. Von hier aus konnten es nur noch wenige Schritte sein. Der Boden unter seinen Füßen gab nach. Als Echo innehielt, spürte er, wie das Wasser den Rand seiner Stiefel passierte. Er stieß einen Schrei aus. Abelhard, der ihm überraschend bis an den Rand der Wildnis gefolgt war, antwortete mit erregtem Gebell. Echo breitete die Arme und klatschte einmal schallend in die Hände. Aus dem Dickicht naher Schilfinseln schoss langgestreckt ein Wasservogel in die Höhe und entfaltete sich mit derartigem Rauschen über Echos Kopf, dass die letzten Schwaden der Frühe darin zu zerstäuben schienen. Die freigegebene Wasseroberfläche wurde von den Knospen einer Sumpfpflanze überragt, die in den nächsten Tagen blühen würde. Durch die jäh entstandene, unwirklich bleibende Stille zog eine Herde von Stieren in tieferes Gebiet. Echo erinnerte sich während der Unterredungen auf dem gemeinsamen Spaziergang mit seinen Gastgebern von diesen sagenhaften Bewohnern der Sümpfe gehört zu haben. Damals hatte er es versäumt, der Information besonderen Wert beizumessen. Als er die schwarzen Tiere mit den geschwungenen Hörnern jetzt in die Weite des Morgens hinausziehen sah, begriff er, worüber man ihn hatte unterrichten wollen. Langsam beruhigte sich sein Atem. Er sah zu dem Hund, der die Herde mit einer Aufmerksamkeit fixiert hielt, deren Ernst in erschütterndem Widerspruch zur Kleinwüchsigkeit seiner Rasse stand. In diesem Augenblick bemerkte Echo, dass das Schweißhemd, welches er im Weggehen achtlos übergestreift hatte, die verwaschene Aufschrift »Safe, Stupid, Humor« trug. Er versuchte gar nicht, einen der Hausbewohner mit diesem Kleidungsstück in Verbindung zu bringen. Wahrscheinlich trugen sie es bei Arbeiten in der Garage oder im Keller. Mochten sie das Hemd über Jahre voreinander versteckt haben, hier draußen bekam es die Wirkung einer gewaltigen Fahne. Echo nahm sich vor, das Schweißhemd nach seiner Rückkehr ins Haus erst wieder abzulegen, wenn er dessen Besitzern klarer als bisher verdeutlicht hätte, dass seiner Auffassung nach die Komödie um das Alter der Tochter nicht eine Stunde länger aufrechtzuerhalten sei. Die Welt ist versunken, die Welt ist erschienen, sagte er leise, bevor er den Rückweg ins Dorf antrat. In der darauffolgenden Woche entlief Abelhard seiner Besitzerin während einer Fahrt in die Kreisstadt. Er fiel einem Giftanschlag gegen Streuner zum Opfer, wurde in die Obhut einer kenntnisreichen Frau gegeben und kehrte nach ein paar Tagen schwanzwedelnd ins Haus zurück. Einen erneuten Giftanschlag, wenige Monate später, von dem die Hausherrin Echo in einem Brief unterrichtete, überlebte er nicht. Dankeschön, Ulrich Zieger. Das Drängen der Juroren. Wer möchte beginnen? Keiner. Ich kann schon anfangen, wenn keiner möchte. ich habe ja Ulrich Zieger vorgeschlagen, deswegen wollte ich mich jetzt nicht gleich vorwagen. Für mich ist das ein Text über den Stillstand und über die Fremdheit. Weshalb hier erstmal Stille herrscht, ist, glaube ich, ein bisschen zu erklären. Ich will es versuchen. Es ist ein sehr rätselhafter Text. Es ist ein kühles Rätsel, was letztlich nicht aufgelöst wird. Man bleibt ratlos zurück. Ich auch. Es ist eine Geschichte, die sehr viele Spiegel aufstellt, die, denke ich, in letzter Konsequenz alle blind bleiben. Dieser Held, man weiß nicht, wo er ist, man weiß nicht, wann er da ist, man weiß eigentlich nur, dass er fremd ist, da, wo er ist. Es heißt, er hat von den Sitten und Gebräuchen keine Ahnung, er beherrscht nur den Konversationsstandard. Er heißt Echo,
ein großer Name. Er ist auch so ein Spiegel. Er ist, denke ich, der Seismograph dieser Fremdheitserfahrung. Er misstraut den Leuten, er misstraut allem, wo er da ist. Er denkt, dass sie lügen, er denkt, dass die Leute nur vorgeben, etwas zu sein, was sie gar nicht sind. Er misstraut ihren Auskünften. Das Ganze wirkt auf mich so wie so ein schlafendes Gespensterhaus, ohne dass es sich hier wirklich um Gespenster handeln würde. Dieser eigenartige Held, der wird betreut von einem Erzähler, der diese Unbehaustheit und diese Fremdheit irgendwie auch sprachlich transportiert, sozusagen bis in den letzten Schachtelsatz. Ich finde, dass dieser Echo geradezu mit staatsanwältlicher Sorgfalt von seinem Autor behandelt wird. Das Ganze wirkt wirklich so, als säßen da Autor und Held gemeinsam irgendwie wie in gestärkten Hemden mit zusammengepressten Knien, um bloß nichts falsch zu machen in dieser Umgebung, die ihnen also bis ins Letzte unvertraut und fremd ist. Nun weiß ich nicht, ob ich zu weit gehe, wenn ich glaube, und das war auch ein Grund für mich, Ulrich Zieger hier einzuladen, weil er kommt ja irgendwie doch aus einem Land, wo so dieses Gefühl der Nichtzugehörigkeit und dessen, dass alles unselbstverständlich ist, vielleicht bei jungen Autoren doch verbreitet war. Und ich will ihm das nicht nachtragen, aber unter Umständen ist auch die Geschichte noch ein bisschen ein Echo dieses Unbehaustseins, was auch Teil einer solchen Biografie ist. Es gibt dann ein Passus, der auch sehr rätselhaft ist, wo also Echo dieses Haus, in dem er sich ja die ganze Zeit bewegt, plötzlich verlässt, wo er in die Wildnis geht, in die Sümpfe geht, wo plötzlich die wilden Stiere kommen und wo vielleicht für einen Augenblick dieses Netz des Misstrauens reißt. Aber das hält nicht. Also es bleibt eigentlich, es bleibt auch ganz am Schluss. Es läuft so aus, wie es auch angehoben hat, eigentlich so still und rätselhaft. Und ich selber als Leser dieser Geschichte gebe zu, dass ich auch so unbehaust wie der Held in dieser Textwelt bin, dass ich mich da überhaupt nicht niederlassen kann, dass ich da bei diesem Gastgeber, dem Erzähler, mich also auch nicht wohlfühle und mich noch nicht mal richtig mit meinen Interpretationen da einnisten kann in dieser Geschichte. Das spricht für mich natürlich nicht gegen die Geschichte. Ich finde, dass wenn ich es so auf ein Schlagwort bringen sollte, ist es das Porträt eines Fremden, aber eben nicht mehr, der eben nicht mehr der Fremde von Camus ist, der noch ein richtiger Held war, ein Held der Nüchternheit, sondern hier ist dieser Fremde irgendwie wirklich so eine verstockte, unbeholfene Leerstelle. Das ist sicher eine traurige Geschichte, aber ich finde sie gut. Thomas Hettje. Ich hatte beim Hören immer Iso Kamerdins sanftes Wort im Ohr. Man muss sich fragen, was der Autor uns sagen wollte. Doch leider bin ich nicht so sanft oder wie Iso Kamerdin. Es mag ja sein, dass es hier um ein Rätsel geht, es mag sein, dass der Text von Fremde handelt, aber die Frage, die ich mir dann doch immer wieder stellen zu können glaube, ist, was habe ich eigentlich davon, jetzt in dem Fall mal ganz einfach, was ist denn der Mehrwert dieser Umständlichkeit, was wird denn erreicht mit diesen unendlichen Schachtelsätzen, mit diesen furchtbaren Substantivierungen und vor allem mit der Ungenauigkeit, also mit den falschen grammatikalischen Anschlüssen in den Sätzen, mit der verheerenden Zeichensetzung. Ich habe beim Lesen einfach das Gefühl nicht losbekommen, dass die Umständlichkeit, die natürlich Absicht ist, keine Sprache hervorbringt, die irgendwas mir zu zeigen in der Lage ist. Ich habe sicher was übersehen, das Rätsel mag sich auflösen und das Land, wo die wilden Männer wohnen, hat sicher auch eine Bedeutung, aber die würde ich gerne von Ihnen erfahren. Ich habe sie nicht gefunden. Hadi Ruhs. Ja, es geht mir ein bisschen wie mit bei dem Text, als wir die beiden alten Herren da in England in dieser Nacht erlebt haben. Es weht mich sehr romantisch an, vielleicht von der Diktion her, auch von diesem Hündchen, diese Rätselhaftigkeit, dann diese Verwechslung, auch ein romantisches Motiv, dieser Schwestern. Und dann komme ich eigentlich an den Punkt, den Thomas Hettje jetzt vor mir auf den Punkt auch schon gebracht hat. Ich habe dann Mühe, durch die Sprache hindurchzukommen. Das heißt, die Sprache, ich will nur ein einfaches Beispiel geben. Ich habe ganz viele solcher Sätze hier, schon bei der ersten Lektüre mir natürlich. Ich will nur eines geben. Die Sprache stellt sich mir nicht wie ein Nebel vor das Bild. Das könnte durchaus dann seinen Reiz haben, sondern sie stellt sich mir schon wie eine sehr dicke Hecke hin. Sie leitet mich nicht, sondern sie verhindert eigentlich mit diesen zwei Schwestern, mit dieser Familie, mit diesem Hündchen da, Abelard und Eloise. Ich verstehe auch den Zusammenhang hier nicht. Ich sehe höchstens die Andeutungsrichtung. Also sie verhindert es. Ich nehme ein Beispiel auf der ersten Seite, wo ich ratlos werde. Es heißt hier, der Ortsfremde musste bei seiner ersten Erkundung des Dorfes das Vorhandensein eines Gartens ebenso wie das einer Terrasse ausschließen. Das heißt dann inhaltlich, es hat weder eine Terrasse noch einen Garten.
Erst nach Eintritt, der nächste Satz, in eines der Häuser konnten beide Anlagen damit beginnen, sein Bild zu verwischen. Das heißt, jetzt sieht er die beiden Anlagen offenbar und jetzt verwischt sich dieses Bild. Aber warum diese Umständlichkeit der Sprache mir dieses Faktum nahebringt, ist mir schleierhaft. Und das ist auch mein Hauptproblem wie deins, Thomas. Ich sehe nicht, wie die Sprache diese Geschichte mir luzider macht oder ich sehe nicht, wie sie mir plausibler macht. Sie stellt sich mir in dieser, für mich jetzt, Umständlichkeit absolut in den Weg meines Verstandes. Aber ich muss sagen, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen, heißt es ja, ist es allemal das Buch. Vielleicht reicht hier einfach dann mal die andere Seite nicht, um es herauszufinden. Ich gebe es zu, aber es geht mir genau gleich wie Thomas Hettche. Die Sprache versteckt alles. Frau Bovinschen. Ja, aus der Zeit der Jugend und auch aus den Lektürevorgängen, wo man, ich will nicht sagen, sich unter sein Niveau begibt, aber wo man sich so ein bisschen leicht macht, habe ich eigentlich ein Faible für Geschichten, die in Häusern spielen, wo dann Fremde zusammenkommen oder ein Fremder kommt dazu oder kann die Gesetze dieser Kommunikation und das nicht erkennen und es gibt rätselhafte Dinge. Für solche Romantizismen habe ich durchaus Sinn. Nur hier bin ich auch irgendwie, fühle ich mich ein bisschen betrogen, auch in selbst in solch trivialen Erwartungen. Nun legt der Text mir ja nicht nur triviale Erwartungen, regt mich nicht nur zu trivialen Erwartungen an. Der Protagonist heißt Echo, das ist normalerweise eine Frau, die Geliebte des Pan, die Liebschaften des Zeus begünstigt und deshalb in einen Felsen verwandelt wird, aus dem sie noch herausmurmelt, sofort setzt natürlich eine Interpretationsmaschine sich in Gang und man fragt sich, wenn man schon so deutlich durch einen Namen auf was verwiesen wird, wer wird hier im Sprechen beschränkt, wer ist der Felsen, ist das die Sprachlosigkeit, die ein System erzeugt hat, aber der Protagonist kommt ja aus der Fremde, er kommt ja in diese Welt hinein, also bin ich schon etwas ratlos. Nun, haben wir alle gelernt, dass solche Anspielungen oder intertextuelle Verweise nicht eins zu eins übersetzt werden können. Ja, aber wenn sie schon so deutlich gegeben werden, ja, dann erwarte ich doch eine Korrespondenz im Text. Ich kann die hier überhaupt nicht sehen. Auch bei Abelard und Heloise fällt es mir schwer. Ja, da kann ich, das mit dem Hühnchen, er geht es auch schlecht. Ja. Abelard ist entmannt worden und in einem Kloster gelandet. Ich weiß nicht recht, es werden da Fährten, es werden Spuren gelegt, überdeutlich vielleicht gelegt. Ich begebe mich auf diese Spur wie dieser schnüffelnde Hund und lande auch irgendwie im Sumpf. Vielleicht hilft Iso Kamerdin. Ja, also ich will ein Stichwort der Geschichte selbst aufgreifen und fragen, was ist spruchreif? Spruchreif, das Wort wird einmal in Bezug auf die Liebesgeschichte benutzt und man könnte jetzt dann fragen, was ist spruchreif an diese Geschichte? Und das Einzige, was ich spruchreif finde, ist der Tod des Hundes. Das ist tatsächlich, die Vergiftung des Hundes ist tatsächlich etwas, was mit einer Definitivheit hier steht, was an allen anderen Dingen eigentlich abgeht. Ich bin nicht ungern in diesen Text eingestiegen und dann, als der Hund auftauchte, dachte ich, das müsste eigentlich eine Geschichte für dich sein und habe dann gefunden, dass es vielleicht doch nicht meine Geschichte ist und habe dann versucht herauszubekommen, was ist es? Ich glaube, Iris Radisch hat versucht, wirklich eine Art Ästhetik der blinden Spiegel hier zu entwerfen und das ist ein hohes Wort und wenn das stimmt, ist das wunderbar, weil ich denke, das ist ein Ästhetisierungsprozess, wie man merkt, wie Wirklichkeit sozusagen trüb wird. Es ist einmal eben auch die Rede von einer matter werdenden Dunkelheit. Es gibt eine ganze Menge solcher Hinweise des Eintrübens zu diesen Phänomenen des nicht mehr Klarsehens gehört sicher auch der Sumpf als eine Landschaft, wo man einsinkt, wo es nicht mehr fest ist und so weiter. Ich glaube, da ist schon etwas Faszinierendes an
Der Autor will Wirklichkeit, dieses Haus, diese Gesellschaft, dieser kaum redende Mann oder nur in gewissen Augenblicken sich äußernde Mann, dann dieses Schwesternverhältnis, was eine sehr seltsame, eigentlich nicht zu deutende Art von Beziehung ist. Ich muss sagen, es ist schon reizvoll, was da an diesen Dingen ist, nur ich komme nicht durch. Ich bin stehen gelassen da drin. Und mich enttäuscht das dann doch eigentlich, weil ich habe den Eindruck, da wäre so darf man mit mir nicht umgehen in einer Geschichte. Das ist ein bisschen unfair. Da tauchen dann plötzlich die Stiere auf und ich habe über den Namen Echo natürlich auch nachgedacht. Eine Frau eigentlich, dieser Männername, dieser symbolisch hypergeladene Männername hier, was soll das alles? Dann Abelard. Das sind so wie Stöße, die man so als Interpret in die Rippen bekommt und dann wird es immer trüber. Und das ist ein Zustand der Unzufriedenheit, aus dem man rauskommt, weil man wirklich als Leser sich nicht abgeholt fühlt. Nun könnte das sein, das ist ein Einstieg in eine Geschichte erst, die weitergeht. Es könnte ja sein, dass all diese Elemente irgendwo in diesem Roman wieder auftauchen. Aber dann müsste ich sagen, dann ist es sehr riskant vom Autor, nun diesen Text hier zu lesen, wo wir also nur das kennen, weil ich glaube, es beginnen dann andere Dinge auch zu stören, eine gewisse sich präzis gerierende, aber eigentlich mehr preziös wirkende Sprache. Das ist etwas, was mich auch irritiert hat. Ich habe gedacht, ist das ein Genauigkeitsfimmel, der hier entsteht? Und dann merkt man aber, dass es eigentlich das gar nicht ist. Es wird nicht genauer, es wird drüber, es zerfällt. Man sieht nichts schärfer. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, obwohl die Sogwirkung der Geschichte ist eigentlich groß, wie das aufgebaut wird. Aber man bleibt im Trüben und irgendwie beginnt man so zu machen und denkt, da bin ich noch nicht draußen und vielleicht hätte ich gar nicht einsteigen sollen. Frau Frischmuth, bitte. Ja, mir geht das genauso wie Frau Bovenschen. Ich habe auch so eine kindliche Erwartungshaltung, was Rätsel und Unaufgelöstes und so weiter betrifft. Und deswegen bin ich auch sehr gerne in diesen Text hineingegangen. Ich bin allerdings schon bei demselben Satz gestolpert, das erste Mal, wo auch Hardy Hus gestolpert ist. Der Ortsfremde musste bei seiner ersten Erkundung des Dorfes, des Vorhandenseins eines Gartens und so weiter ausschließen. Warum musste er? Nicht? Also nur weil er es nicht sieht, dann hätte es ja schon voraussetzen müssen. Oder Echo hatte die Fremde vor Tagen verlassen, ist er jetzt aus der Fremde in eine noch fremdere Gegend gekommen. Oder ich bin dann auch sehr gestolpert über diese unvermeidlichen Wortverbindungen wie gastfreundliches Regime, führendes Wort, anfallende Arbeit, fortschreitende Alarmierung. Nicht? Das waren dann diese Dinge, die mich ein bisschen in meiner großen Erwartung gehemmt haben. Ich finde es einerseits sehr witzig, dass das Sweatshirt zum Schweißhemd wird fand ich eigentlich ganz gut, aber ich habe auch das Hündchen zum Beispiel als ein Familiar gelesen, nicht? Also als dieses Tier, das Hexen und Zauberer und so weiter begleitet. Und so ist es mir auch im Bewusstsein geblieben. Aber ich bin im Sumpf stecken geblieben. Kurz, Harry Ross. Ja, ganz kurz. Also ich habe da auch ein generelles Problem und ich glaube wirklich, dass jemand, der schreibt, nicht die ganze Arbeit dem Leser, der Leserin überlassen darf. Es kommt mir vor wie lyophilisiert beim Kaffee. Man hat den Kaffeebaum, dann hat man die Bohne, dann wird er gemahlen, dann wird er gesottert und dann wird ihm die Flüssigkeit entzogen, dann hat man dieses lyophilisierte Schnellpulver. Und aus diesem Pulver kann ich den Kaffeebaum nachher nicht mehr deduzieren. Das geht nicht mehr. Und vielleicht gibt es manchmal im Prozess des Schreibens und des Verarbeitens zwei, drei Stufen zu viel des Guten, des Gewolltguten, die nachher zu dieser Ratlosigkeit führen, wo dann vielleicht die Wahrheit in der Mitte liegt bei Lichtenberg. Es ist nicht das Buch allein und nicht der Kopf allein, es ist vielleicht doch irgendwie der ganze Schreibprozess, der einen Zugang zu einem solchen Text verhindert. Und das ist wirklich eine Enttäuschung, ist eine Frustration, die der Autor auch nicht verdienen würde.
Frau Radisch. Also, dass ihr das alle nicht versteht, das finde ich sehr ehrbar, weil ich denke, eben exakt auf die, in diese Situation wollte uns der Autor bringen. Das kann man ihm natürlich zum Vorwurf machen und sagen, ja, wir wollen auch bedient werden. Wir wollen uns auch, wie Sie ja sagen, wir wollen uns auch ausbreiten können. Wir wollen auch erklären können, was da los ist. Ich denke, das habe ich auch schon gesagt, die Unbehaustheit, die wir in dem Text haben, ist die Unbehaustheit des Helden. Ja, und er macht es uns nicht leichter und die Ratlosigkeit, so ratlos wie der Held in diesem Haus steht, stehen wir in diesem Text. Das ist eine. Dann zu dieser Geschichte mit dem Garten, die jetzt schon zweimal kam, das ist nun wirklich ganz einfach. Der Garten ist hinter einer hohen Mauer. Und das sieht man erst, wenn man durch die Mauer durch ist. Das wollte ich auch zu Hetje sagen. Es ist, ich habe das ja nun sehr, sehr oft gelesen und ganz genau und alles geprüft. Es ist nicht ein grammatischer Fehler in dem Text. Es sind 1000 Kommafehler drin, aber wir sind ja hier nicht das höhere Gymnasium. Aber ist nicht ein einziger grammatischer Fehler in dem Text. Was er da macht und weshalb es so unglaublich kompliziert und angestrengt klingt, was ich ja auch finde. Er will, denke ich, versuchen, möglichst makellos, ich sagte ja schon, wirklich ja, wie mit gestärktem Kragen, und wirklich ja nichts falsch machen in dieser mir so fremden Welt. Und aus dieser Haltung gar nichts falsch machen.